Mauerwerk, Estrich, Elektrik und vieles mehr. Der Bau eines Massivhauses ist komplex. Wie läuft sowas ab? Wie entsteht ein Massivhaus? Wir waren bei jedem wichtigen Arbeitsschritt dabei und haben über ein halbes Jahr den Bau eines typischen Prahle-Massivhauses begleitet. Im ersten Teil wurden Erdarbeiten und Bodenplatte ausgeführt. Im zweiten Teil das Mauerwerk. Jetzt ist das Dach dran. Der Beton des Ringankers ist ausgehärtet. Das Dach kann kommen. Die Zimmermänner setzen zuerst die sogenannte Fußpfette. Die Balkenkonstruktion läuft um die komplette Mauerkrone. Sie bildet die Basis für den Dachstuhl und trägt die Dachbinderelemente. Der Aufbau erfolgt genau nach Plan. Der Dachstuhl wird von einem spezialisierten Holzbauunternehmen für jedes Haus geplant und maßangefertigt. Genau nach dieser Vorgabe müssen die Zimmermänner den Dachstuhl vor Ort aufstellen. Los geht's mit den größten Dachstuhlelementen, den Walmbindern und dem Hauptbinder. Dann kommen die Grate, die Eckbinderelemente. Wichtig ist natürlich immer die gerade Ausrichtung. Stimmt alles, werden alle Elemente mit bis zu 20 cm langen Holzschrauben miteinander fixiert. Weiter geht es mit den sogenannten Shifterbindern, die an der Vorderseite des Hauses angebracht werden und auf die Grate zulaufen. Jeweils zwei Shifterbinder kommen dann auch in die Ecken. Das gleiche passiert dann genauso auf der Rückseite. Die Dachform des Hauses ist ein Zeltdach und lässt sich am Dachstuhl schon gut erkennen. Typisch beim Zeltdach die Symmetrie. Identisch aussehende Dachflächen auf allen vier Seiten mit jeweils gleicher Dachneigung. Hier bei der Prahler Stadtvilla 24 Grad. Eine obere Dachkante, Dachfirst genannt, gibt es nicht. Stattdessen laufen die Dachflächen in einer Spitze zusammen. Beim Haus der Blodaus gibt es aber eine Besonderheit: die Dachauffaltung an der Vorderseite. Dafür wird der Dachstuhl noch um eine sogenannte Gaube erweitert. Als letzten Schritt setzen die Zimmermänner noch die sogenannten Stirnbretter als Abschluss und Verkleidung des Dachüberstands. Nach einem Arbeitstag steht der Dachstuhl. Über den Dachstuhl kommt eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Sie schützt gegen Wind, Staub und Feuchtigkeit.
Aufgrund der Mikroporenstruktur kann aber Wasserdampf und Feuchte aus dem Inneren des Hauses abgeführt werden. Über die Unterspannbahn kommt die sogenannte Konterlattung. Und darüber die Dachlatten, die die Dachziegel tragen. Wichtig ist der unverbaute Zwischenraum zwischen Dachlatten und Unterspannbahn. Die Dachziegel werden so hinterlüftet und Feuchtigkeit wird abgeführt. Bei den Blowdowns ist das Dach soweit vorbereitet. Die Dachziegel können kommen. Verwendet wird ein Dachziegel der Firma Röben, Fabrikat Monza Plus. Ein sogenannter Flachdachziegel aus gebranntem Ton mit schwarz-matt glasierter Oberfläche. Für jede der vier Dachflächen, jeweils ca. 32 Quadratmeter, werden ca. 300 Ziegel benötigt. Insgesamt also um die 1200 Stück. Bei einem Gewicht von ca. 4 Kilogramm pro Ziegel kommen so summa summarum fast 5 Tonnen Ziegelmasse aufs Dach. Nach 5 Stunden sind alle Ziegel oben. Doch bevor es mit den Arbeiten weitergeht, heißt es erstmal, lang lebe das Haus. Es gibt was zu feiern. Heute ist Richtfest. Eine wichtige Tradition, die beim Hausbau nicht fehlen darf. Nachbarn, Arbeiter und Freunde kommen zusammen, wünschen alles Gute für das zukünftige Haus. Und alle warten gespannt auf den Richtspruch. Gerichtet steht nunmehr das Haus, vom Sockel bis zum First hinaus. Nichts fehlt. Drin haben wir jetzt dem Bau die Krone aufgesetzt. Und alle, die hier um mich stehen, denen wünsche ich Gesundheit nämlich und frohen Mut. Und somit Ende gut, alles gut. Jetzt sind die Bauherren gefragt. Sie müssen den letzten Nagel ins Gepäck schlagen. Jetzt komme ich. Und natürlich müssen die drei auch noch auf das Haus anstoßen. Und dann zum Wohl auf die Bauherrin und ihre glückliche Zukunft. Prost! Prost auf alle! Danke! Das Glas dann mit Schmackes auf den Boden. Dabei muss es zerspringen, sonst bringt das Unglück. Jawohl. Kaputt! Jawohl, kaputt! Ich würde sagen, Gefäß eröffnet, viel Spaß! Da haben sich die Bauherren nicht lumpen lassen. Es gibt Grillfleisch, Suppen und jede Menge Getränke. Und wie gefällt den Gästen das Haus? Das ist gut. Würden Sie da auch einziehen? Ja, genau. Ich habe schon einen Antrag gestellt. Ich wollte ja gerne schon einziehen. Ich darf da nicht. Meine Räume sind ein bisschen anders geschnitten und ein bisschen größer. Aber ist schon von Prinzip gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Also unsere Koffer sind schon gepackt. So. Na, das könnte ja bald kuschelig werden im neuen Haus. Und wie geht's den Bauherren? Ich bin total happy eigentlich, ne? Weil es so schnell vorangegangen ist. Genau. Die haben echt gute Arbeit geleistet, die Bauarbeiter. Und lief auch alles ganz top. Das ist auch so ein Zeitraum geblieben, dass wir haben geplant. Jetzt sind wir zusammengekommen, wir feiern und wir sind total glücklich. Na, das klingt doch gut. Das Richtfest ist auch gelungen und geht noch bis tief in die Nacht. Jetzt ist erstmal Ruhe auf dem Bau. Wochenende. Am Montagmorgen sind die Dachdecker wieder vor Ort. Sie bauen zunächst die sogenannten Gratlatten ein. Hier an den Kanten, wo jeweils zwei Dachflächen aufeinanderstoßen, dienen die Grate dazu, die Ziegel an den Stoßkanten zu überdecken. Dafür kommen über die Gratlatten später die Dachgratziegel. Die Dachziegel werden jetzt natürlich auch gelegt.
Das Wetter allerdings wurde immer schlechter. Der Regen wurde so stark, dass die Arbeiten abgebrochen werden mussten. Am nächsten Tag ist das Wetter besser und die Dachdecker konnten schon einen Großteil des Daches eindecken. Das Verlegeprinzip ist einfach. Durch das Nut- und Rippensystem greifen die Ziegel optimal ineinander. So entsteht eine eng verzahnte, dichte, feste und stabile Dacheindeckung. Zusätzlich, und so ist es seit 2011 Vorschrift, werden aber auch noch Dachklammern gesetzt, damit das Dach auch stärksten Stürmen gewachsen ist. Die Grate sind auch fast fertig. Über die Latten kommt ein Polypropylenvlies mit gefalteten Aluminiumkanten. Optimal für die Hinterlüftung der Dachgratziegel, die jetzt darüber gesetzt werden. Endspurt bei den Dachdeckern. Die letzten Dachziegel. Die Maurer sind auch wieder vor Ort. Sie setzen die letzten Schornsteinelemente. Der Schornstein ist Stück für Stück immer mit dem Haus mitgewachsen und hat jetzt seine endgültige Größe erreicht. Zum Schluss kommt noch die Schornsteinabdeckung obendrauf. Fertig. Am nächsten Tag hat der Regen endlich aufgehört. Beste Bedingungen für die letzten Arbeiten am Dach. Der Schornstein bekommt noch eine Verkleidung. So ist er vor Witterungseinflüssen bestens geschützt. Die Verkleidung mit Schieferplatten, so wie hier, sieht am elegantesten aus, macht aber auch viel Arbeit. Jede Schieferplatte kommt einzeln an den Schornstein. Die Dämmung ist mittlerweile auch fast vollständig im Dach. Da das Dach nicht bewohnt ist, muss die Dämmung nicht zwischen die Sparren, sondern kommt in die Untergurtebene. Wie man auch von außen gut sieht. Natürlich wird der Dachüberstand noch verkleidet. Dafür ist der Zimmermann nochmal vor Ort, der den sogenannten Dachkasten setzt. Nach einer Woche ist das Dach fertiggestellt. Inklusive Schornsteinverkleidung, Regenrinnen und Dachausstiegsluke für den Schornsteinfeger.